Ja, meine Damen und Herren, sehr schön, dass wir so viele Interessenten haben für dieses Talking-Panel. Das freut mich überhaupt sehr, dass wir im Grunde alles, was wir so hier anbieten auf dem Comic-Festival, dass wir da doch eigentlich Interessenten für finden. Manche Sachen sind vielleicht ein bisschen abwegiger, manche Sachen sind etwas populärer. Dem, was wir heute haben, gehört zu dem etwas populäreren Part. Und eben von den Herren in der ersten Reihe gefragt worden, ob es eigentlich üblich ist, dass die Künstler immer ein bisschen später kommen. Das ist nicht üblich, das kommt einmal vor, aber bei den drei Herrschaften war ich wirklich überrascht. Also die waren zum selben Zeitpunkt wie ich, also 10 Minuten bevor der Talk anfing, hier im Saal und ja, gut vorbereitet und absolut gebraucht. Ihr braucht das Wort sehr sparsam, aber ich habe den Eindruck, ich habe nicht den Eindruck, das ist absolut professionell und das ist eben auch das Bemerkenswerte an dem Trio und vor allem an dem artigen Duo, was neben mir sitzt. Also in einer Selbstverständlichkeit, mit einer Freundlichkeit und auch ohne Allüre das einfach schaffen, gute, gut erzählte und gut gezeichnete Comics zu produzieren. Das ist im deutschsprachigen Bereich ziemlich einzigartig und bemerkenswert. Natürlich, dass diese Werke auch oft zunächst im Ausland erscheinen, nicht das richtig sehe, bei einem Schweizer Verlag, der in Frankreich veröffentlicht wird. Dann müssen wir deutsche Verlage die Lizenz, glaube ich, kaufen und wir können da sogar schon so ein bisschen pokern. Und das ist großartig. Sie müssen ja nicht kaufen. Ich habe, glaube ich, Köln gebraucht. Ne? Sie dürfen, ne? Ihr bietet an. Aber das war natürlich nicht von heute auf morgen so. Das hat irgendwann mal angefangen. Und deshalb wollte ich ein klein bisschen auf die Frühgeschichte eingehen, also die Zeit vor Hohlbein und vor Gambo. Da war ich sicherlich, ich bin auch schon eine Weile in München und was ist so schlecht an positiv, da es in seiner Zeit war, für den Komikaze Sonderband Tommy da mal einen Cover gemacht. Und das war immer schon bemerkenswert. Was für ein toller, was für ein akribischer, aber eigentlich noch eigenständiger Zeichner du bist. Aber dann hat es mich eigentlich weggeblasen. Da gab es dann einmal beim, Sie heißen der Egmont, beim Hafer Verlag, einen Comic über Goethe. Ich denke, was verschnarre ich das? Und das war es zunächst eigentlich auch der erste Band zum Kaufen bestellt, zum Verkaufen, zum Schauen, überwiegend zum Schauen bestellt. Der war schon, ja, das war schon, ich fand es war eher etwas angestrengt, der Angelegenheit. Ich weiß nicht, ich war nicht so begeistert. Dann kam ein zweiter Teil, genau das war zum Schauen bestellt. Der erste Teil muss anders zum Sehen geboren. Zum Sehen geboren, zum Schauen nicht bestellt. Das müsste nicht jeder parat haben, jeder kulturell interessiert, das ist sicherlich eines der legendären Goethe-Zitate. Jedenfalls dann kam, wenn man so diese Fortsetzung, der Tragödie zweiter Teil, hin zum Schauen bestellt. Und das sah dann schon ganz anders aus, muss ich sagen. Also ganz anders, Spiele, sehr eigen, mit Bildern erzählt und also da war ich wirklich überrascht, was ist da eigentlich passiert, dass Egmont einmal gesagt hat, okay, den Zeichner nehmen wir nicht mehr, wir wechseln den Zeichner und ja, wir streben doch vielleicht ein Ticket international zu voran. Der ist über den Comic-Comic entstanden, so dass ich bin. Also, hat eigentlich in die Harper entschieden, sondern das war glaube ich, das Goethe-Institut, weil das Goethe-Institut der eigentliche Auftraggeber für die Comics war und der Harper hat es in der Partnerschaft dann eben als Comic rausgebracht, verlegt. Und der Tommy war damals, glaube ich, tatsächlich über die Comic Company, so eine Comic-Lade in München, wo wir unsere Comics kaufen, die kannten den und der Herr vom Goethe-Institut, Herr Johanns, auch ein Zeichner witzigerweise, früher gewesen, der hat in der Comic Company gefragt, ob die einen der Zeichner kennen, der für das Projekt passen würde. Und die haben ihn dann an Tommy weitergeleitet. Ja. Und warst du so sattelfest mit Sattelhütte oder musste man sich da doch so durchführen? Nein, da war ich nicht sattelfest. Ich habe dann eine Reise unternommen nach Weimar, eine kleine Recherchenreise und habe mir da alles angeschaut, die Originalschauplätze und mir viel Bildmaterial mitgenommen. Und ja, und der Christoph Kirsch, der den ersten Band gemacht hat, der. Ja, dran okay. Der kam ja so von der Kinderbuchillustration und deswegen haben die gesagt, ja, der zweite Band muss ein bisschen ernster erzählt werden und deswegen haben sie nach einem anderen Zeichner gesucht. Das war eigentlich nur Glück, dass ich dann vorher mit Comic-Razzi und auch mit dem Comic-Fest da ein bisschen bekannt geworden bin in München und ja. Was hast du vorher schon was in Anführungsstrichen professionell veröffentlicht bei einem Verlag oder war das tatsächlich deine? Das war tatsächlich das Erste. Ich habe bei diesem Comic-Wettbewerb damals mitgemacht, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, auch zum Comic-Fest München. Und den ersten Preis habe ich damals nicht bekommen, das war das Anton und Beton von Boris Purmann. Aber ich hatte so einen Sonderpreis bekommen, ich habe vier Seiten abgegeben, die Geschichte kam nicht besonders gut an, aber das Artwork hat den Sonderpreis bekommen und dadurch war dann der Harper Verlag
auf mich aufmerksam geworden. Und du hast die Zeichnung allein gemacht oder war der Benjamin an den Zeichnungen auch beteiligt bei Goethe-Band? Die Zeichnungen habe ich selbst gemacht und der Benjamin hat mir damals, wir haben großen Zeitdruck gehabt, wir haben ganze 4 Monate für diese 48 Seiten waren es, glaube ich, gehabt und ich habe es getuscht, gezeichnet und getuscht und der Benjamin hat mir mit den Farben ausgeholfen. Der Texter war der Benjamin noch nicht, das war dieser Friedemann Bedürf, der vorher schon eine nicht unumstrittene Comic-Biografie über Adolf Hitler gemacht. Den Comic hat Dieter Kahlenbach gezeichnet, der auch heute bei uns zu Gast auf dem Festival ist, am Stand von Comic etc. Ein großer alter Mann des Comics, weil vor 2 Jahren auch eine Ausstellung und dieser Friedemann bedürftig eine gewisse Erfahrung im Bereich Comic-Text hatte er schon, aber ihr habt trotzdem da noch sehr, sehr viele eigene Ideen, was Bildaufbau, Gestaltung und so betrifft, eingebracht, oder? Ja, er hat mir da auch eigentlich freie Hand gelassen im Grunde genommen. Und, weiß ich jetzt wirklich gar nicht mehr. Das waren halt immer so Ausschnitte aus Goethes Leben und seiner Freundschaft zu Schiller und dann waren wieder Ausschnitte aus Faust oder Wilhelm Tell. Das ist so hin und her gesprungen und hat mir ziemlich viel Freiraum gelassen. Ja. Also der hat sich überhaupt gar nicht Gedanken gemacht über Bildaufteilung. Das hat er völlig dem Tommy überlassen. Und, Tommys Ansatz war es halt damals, das ein bisschen filmischer zu erzählen als den ersten Band. Der erste Band war eigentlich eher eine Illustration, Text dazu hat aber keine Szenen wirklich entwickelt. Und was uns eigentlich immer interessiert und begeistert hat am Comic, ist eigentlich ein bisschen filmischer zu arbeiten, wo die Szenen wirklich mit den Schnitten und mit der Kamerafahrt in den Bildern quasi so aufbereitet wird, dass es leicht zu lesen ist und eben man das Gefühl hat, man schaut wirklich einer Szene zu und ist so mehr drin im Geschehen. Der Friedemann Bedürftig, der hat dann wie ein Drehbuch oder wie muss ich mir den Text da vorstellen? Das war kein professionelles Comic-Skript. Also insofern, ich glaube auch nicht, dass er von Comic viel Ahnung hatte, sondern der hat einfach den inhaltlichen Rahmen gesteckt, hat sozusagen die Recherche gemacht, die Bilder, die Werkanalyse und hat gesagt, welche Sequenzen er vom Leben, zum Beispiel, dass sich Schiller und Goethe treffen und die Geschichte, die Anekdote mit den Äpfeln in der Schublade, die er vor sich hinfaulen, dass das drin sein soll und so. Aber das war kein genaues Skript, kann man nicht sagen. Also, heute bist du ja, kann man ja wirklich sagen, ein renommierter Comic-Autor. Wie liest du vor? Skriptest du was vor oder schreibst du das wirklich? Nee, also es kommt immer darauf an, natürlich auch, mit was für einem Zeichner man arbeitet. Das kann man sich aufteilen, wie man möchte. Es gibt sicherlich Autoren, die sowas machen oder die auch jedes Panel einzeln beschreiben. Das mache ich nicht. Das ist nicht nötig, weil das ist auch das, was der Tommy sehr gerne macht. Das ist auch einer der schönsten Teile meiner Arbeit eigentlich an einem Comic, dass man aus dem Text dann das Storyboard entwickelt und wirklich entscheidet, wie stelle ich jetzt die Szene da, wo stelle ich die Kamera hin und wie funktioniert das mit dem Text zusammen. Und was ich mache, ist, ich schreibe das eigentlich wie ein Drehbuch, das bedeutet, es ist relativ knapp gehalten, es ist eine Szene mit beschrieben, die Dialoge werden beschrieben, ich beschreibe, was die Figuren tun, während sie sprechen, ich beschreibe das Visuelle, also das Wichtigste. Man kann ja auch sprechen und auf Referenzbilder schicken und so weiter und dann, was für eine Stimmung da ist und so. Mhm. Aber es ist eigentlich ein relativ, wie ein Filmdrehbuch, das hat vielleicht nicht jeder gelesen und weiß nicht, wie das aussieht, aber es ist im Prinzip wirklich Dialog- und Aktionsbeschreibungen. Aber ich lege nicht fest, auf welcher Seite und auf welchem Panel genau was passiert. Das macht dann eben der Zeichner. Im Übrigen macht es auch der Tschaiko so, mit dem ich an den Kronen der Unsterblichen zusammenarbeite. Der kriegt auch so eine Art Drehbuch und der schickt mir dann das Layout, wo man dann ganz grob gezeichnet den Text und die Bilder zusammen platziert. Und da kann ich dann sowohl mit Tschaiko als auch mit Tommy dann drüber sprechen und ob man da noch was verbessern kann oder ob irgendwas unnötig ist, was rausfliegen kann, um es ein bisschen knapper zu machen. Also dieses ganz normale Prozess, bis man dann beim Endergebnis ist. Und ich glaube, das macht dem Zeichner einfach immer viel mehr Spaß, wenn er da viel mehr Mitspracherecht hat und seine eigene Vision auch mit einbringen kann, als wenn da alles so sklavisch vorgegeben ist. Tommy, du hast mich mal überrascht, dass du gesagt hast, es ist ganz, ganz wichtig, dass man so einen Seitenlayout als Thumbnail darstellt, dass man schon mal sehen kann, wie wirkt die Seite. Haut die hin, rockt die? Das ist für dich schon irgendwie erstmal, ne? Ja, also was mich noch vom Tschaiko auch unterscheidet, ist, ich mache eigentlich erstmal, lege ich ein Storyboard an, wie ich das auch für einen Film machen würde. Das heißt, ich mache jedes Bild in der gleichen Größe, lege ich an und überlege mir nur genau, wo steht die Kamera, was sehe ich im Bild, wie erzähle ich die Geschichte am besten. Das hat viel mit der Kommunikation von der Handlung eben zu tun. Und das bespreche ich mit Benjamin schon. Wir haben beide viel für Film gearbeitet und sind gewohnt, über dieses Storyboard zu sprechen.
Und danach lege ich erst fest, okay, dieses Panel, dieses Bild gehört auf diese Seite und so taste ich mich zum Seitenlayout vor. So. Und klar, am allerbesten ist es, wenn man das ganz klein anlegt, weil dann hat man nicht viel Arbeit damit und kann trotzdem schon sehen, ah ja, okay, das passt von, das, so kann man es erzählen. Mhm. Und man kann es ganz leicht auch wieder ändern, wenn es einem nicht gefällt, erzählerisch. Beim Finalisieren als Kolorist oder so, da war der Benjamin Grün auch schon wieder beteiligt. Nur bei dem Goethe danach nicht mehr. Also nee, ja, bei Chronik? Nee, bei nur Tommy. Nee, Tommy hat bei Chronik und bei Garou macht Tommy alles, was man in Comic sieht. Ich habe wirklich die Geschichte geschrieben und bringe mich halt mit ein, wenn ich irgendwelche Meinungen habe. Aber alles, was man sieht, ist wirklich Tommys. Das ist aber auch das Schöne an unserer Zusammenarbeit. Der Benjamin ist halt auch Illustrator und hat auch, wie gesagt, schon viel für Film gearbeitet. Und wenn ich jetzt mein Storyboard vorlege, hat er einen ganz frischen Blick drauf. Ist aber auch Illustrator und kann auch gut mit Bildern erzählen. Und deswegen, wenn er einen Vorschlag bringt, der dann besser ist, warum nicht den nehmen? Dann wird das Endprodukt umso besser. Aber wenn du, der Tommy schon sagt, du bist auch ein sehr guter Zeichner. Hast du da Ambitionen, einen eigenen Comic zu zeichnen oder wie würde das Schreiben eigentlich viel besser? Ich mag beides. Es ist doch so, dass Comic als Zeichner, das ist nicht so einfach davon zu leben. Das Problem bei einem Zeichner ist, dass der an einem Comic halt je nach Stil oder wie schnell er ist, ein halbes, ein ganzes oder auch zwei Jahre arbeitet. Und da habe ich für mich irgendwie nie die Möglichkeit gesehen, das zu finanzieren. Also das Schreiben macht mir auch wahnsinnig Spaß. Das ist für mich jetzt überhaupt nicht zweite Wahl, sondern es macht wirklich Spaß. Und es ist auch toll, wenn jemand anders das umsetzt. Wenn man selber zeichnet, was man schreibt, dann man viel mehr Gelegenheit, glaube ich, sich selbst immer wieder in Frage zu stellen, wieder alles umzuschmeißen. Und in dieser Arbeitsteilung finde ich eine große Stärke. Ich muss mir nicht um jedes Detail Gedanken machen, wie es dann gezeichnet wird, obwohl ich natürlich schon mir überlege, wie das aussehen könnte. Aber ich denke, ich schreibe da nicht die Szene anders, weil ich denke, das ist dann weniger Arbeit, wenn ich es jetzt so schreibe. Ach, das sind 10 Leute rein statt 100 oder so. Das ist dann so, da kann man erstmal schreiben, wirklich, wie man denkt, dass es gut ist. Und der Zeichner, der muss allerdings den Text dann auch nicht wieder dauernd in Frage stellen, sondern der kann dann auch überlegen, wie er das jetzt einfach in seinen Möglichkeiten am besten umsetzt. Ich denke, das ist manchmal effektiver. Aber es ist natürlich Typsache. Manche wollen alles dann von alleine machen. Also, ich finde es aber schön, im Teamwork kriegt man meistens mehr dazu geschenkt. Also man, das Ganze ist ein Produkt von zwei Leuten und jeder gibt seinen Teil dazu und das ist oft besser im Ganzen, als das, was der Einzelne gemacht hätte vielleicht, glaube ich. Wenn das Team passt natürlich, da muss man sich dann schon verstehen und zusammenpassen. Ja, es geht natürlich auch ums liebe Geld und ja, ich bin selbst auch mal gelegen als Autor zu Gange, immer da geht es auch darum. Der Verlag gibt ja dem Autor genauso viel Gage wie dem Texter. Und das. Ja, gut, also in dem Fall, der Knesebeck Verlag macht das zum Beispiel. Der gibt dem Zeichner einen Vertrag und der gibt dem Autor einen Vertrag. Und in beiden Verträgen steht derselbe Betrag. Das ist bei euch nicht so. Oder habt ihr generell als Team gleich das abgeschlossen? Nee. Der Benjamin hat halt seine Arbeitszeit bezahlt bekommen und ich bekomme meine Arbeitszeit. Und der Benjamin, du hast, glaube ich, an einem Band jetzt für Gango, weil das das Aktuellste ist, hast du ein oder zwei Monate gearbeitet? Eigentlich insgesamt, also mit Entwicklung der Geschichte, dass man da wirklich mal die Dialogskripte schreibt, das hat insgesamt 10 bis 11 Monate für 5 Bände, also insgesamt 400 Seiten bekommen. Habe ich da Fulltime lang geschrieben und diese Zeit habe ich bezahlt bekommen. Das ist in Deutschland aber gar nicht möglich. Das geht nur in einem Land, wo das wie Frankreich oder Schweiz, die wir zu Frankreich verlegen, auch wenn der Markt größer ist. Das würde mir kein Mensch bezahlen, dass ich so lange daran und Fulltime arbeiten kann in Deutschland. Nö, da bin ich aber jetzt ja selbst überrascht. Also in Frankreich ist da eher der Standard, da wird ein Comic bestellt bei Autor oder da wird ein Comic in Auftrag gegeben bei Autor und Zeichner? Nee, sowas nicht. Also er hat halt gesagt, wollt ihr ein eigenes Projekt machen? Also da müssen wir vielleicht nochmal dazu erzählen, wir haben ja vorher die Chroniken der Unsterblichen gemacht und wolltest du das? Ja, eigentlich würdest du dann lieber leicht betreten und ja, ich hätte es auch noch rückwirkend fast gefragt, im Gegenzug dieser Goethe-Comic war auch nur dadurch finanzierbar, dass das Goethe-Institut an Bord war, genau. Den hätte ganz sicher Egmont oder EHPAN die allein gestellt gekriegt, ohne diese Zuschüsse und Einsatz und Unterricht oder was da so alles ist. Und das andere, das nächste Projekt, was ihr hattet, war ja dann auch gewisserweise eine Art Sponsorship, weil Egmont über VGS Verlag die Rechte an die Chronik der Unsterblichen hatte. Das war ein eingeführter Titel, vor allem der Autor Wolfgang Holbein ist renommiert und da hat man es dann wohl gewagt. Und da ist man dann, glaube ich, schon mit internationaler Kooperation eingegangen und hat das erstmal nur für Egmont gemacht.
am Anfang haben wir das nur für Egmont gemacht und bei den Kulten und Sterblichen hatten wir dann auch einen Autorenvertrag, den hatten wir vorher bei dem Goethe-Institut nicht, das war ein ganz normaler Auftrag, da haben wir eine Gage für bekommen und haben das halt in der gegebenen Zeit, 4 Monate, die wir da hatten, haben wir das gemacht und deswegen hat sich das auch, haben wir auch nur daran arbeiten können, das war dann okay, die Bezahlung. Für die Chronik der Unsterblichen haben wir das gleiche Geld bekommen, aber ich habe ungefähr 2 Jahre an dem Ding gearbeitet. Und das war natürlich finanziell ja, eher so eine Selbstausbeutung, die ich damals betrieben habe. Ich wollte es so gut wie möglich machen und ja, letztlich hat sich dann doch ausgezahlt, weil eben der Comic dann eben der Türöffner zu der Comic-Nation Frankreich war. Und man muss ja dazu auch sagen, Wolfgang Pulver ist ja nun kein großer Name in Frankreich. Das ist völlig vorschrift, dass er ihn oder von sonst wem gestammt hätte. Genau. Da hat er dann genau. Arthur überzeugt, aber im Grunde genommen genau. Die Arbeit hier gezeigt hat. Und ich war auch damals ziemlich beeindruckt, das ist natürlich schon ewig nur. Ich habe euch, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, wie beeindruckt das eigentlich war. Ihr habt damals ab dem Comic-Salon in Erlangen so ein kleines Heftchen rausgebracht. Das war schon von Haus aus, sah das eigentlich schon super aus. Also was hat man, also Animationen, die so nah am Zeichentrick sind, die hat man so sonst noch nicht gesehen. Und, aber dennoch, wie viele Seiten habt ihr das, 8 Seiten habt ihr in diesem aufwendigen Stil vorproduziert. Das wurde in Erlangen verteilt, das Heftchen, und dann habt ihr das einfach verworfen oder böses verworfen. Mhm. Das ist nämlich ganz was, das, was ich will, dass diese Seiten einfach neu gezeichnet habe. Eigentlich habt ihr dazu keine Mark von Egmont weggekriegt, sondern hast einfach gesagt, ich bin nicht zufrieden damit, ich mach's noch eine Spur aufwendig. Ich mache es noch näher an einem wirklich aufwendig animierten Fantasy-Film. Aber letztendlich war das die richtige Entscheidung damals. Ja, aus heutiger Sicht natürlich. Damals gab es natürlich schon auch Unberufe, auch gerade von Benjamin. mach das lieber nicht, du nutzt dich da selbst aus, also wenn ich bezahle, dann willst du das machen. Und ja. Der Grund für den Wechsel war auch der Stil, weil der Tommy hat die ersten 5 Seiten, die er dann gezeigt hat, das ist koloriert, das heißt, es ist alles mit Acryl und Tusche gemalt, also ist eigentlich gemalt und dann die Tuschelinien bei den Figuren im Vordergrund nochmal drüber getuscht. Und da kann viel schief gehen bei sowas und wenn man da kratzt, dann kann man das alles nochmal neu machen. Und deswegen hat er sich dann eigentlich dafür entschieden, nur die Hintergründe wirklich zu malen und die Figuren über Trickfilm separat zu zeichnen und dann am Computer zusammenzubauen und auch die welche Kolorierung der Figuren oder wie beim Animationsfilm eigentlich eher aussieht, auch am Computer zu machen. Ja, das ist richtig. Zu der Zeit kam dann eben immer mehr auch die Arbeit am Computer mit dazu. Also das war ja neu, also am Anfang hat man alles mit der Hand gemacht. Ich wollte es gerade sagen, bei Goethe, das war komplett Handarbeit. Ja. Seinerzeit das noch in Blau eindrucken lassen und das dann koloriert und in die Druckerei gegeben. Heute gar nicht mehr denkbar, mit dieser Aufwand, den man seinerzeit betrieben hat. Ja. Gut, andererseits, wir haben ja unheimlich viele Ausstellungen, wo wir viele, viele schöne Originalseiten zeigen, das gibt es natürlich beim Computer dann nicht so, aber es ist die Frage, ob das wichtig ist. Ne? Also der Comic ist ja eigentlich für die Produktion gedacht. Das ja. Ist ja eigentlich, natürlich ist es schön, wenn es schöne Artworks gibt, die man dann nochmal privat kaufen oder ausstellen kann oder so, aber eigentlich ist es ja letzten Endes ein industrielles Arbeiten und da muss man dann, glaube ich, schon auch gucken, was für das Endprodukt zwischen den beiden Buchdeckeln am besten ist und was auch gerade der Prozess und verschiedene Leute sich abzustimmen, wenn was geändert werden soll. Es geht natürlich am Computer alles viel besser, als wenn du mit einem Originalwerk arbeitest. Also es hat seine Vorteile, aber natürlich, man verliert das Original, das stimmt schon. Und dann sind die Chronik der Unsterblichen, französisch übersetzt, auch in Frankreich erschienen. Es war tatsächlich so, dass der zweite Band in Frankreich dann schon eher erschienen als bei Egmont, oder wie war das damals eben? Ja, also dann, nachdem ich bei diesem ersten Band so selbst ausgebeutet, das ist ein blödes Wort, aber ich musste halt im Grunde genommen für Geld, dass ich die Familie ernähren kann, Jobs machen und nebenher den Comic machen und den wollte ich so gut wie möglich machen und das war dann beim zweiten Band, war dann die Gage die gleiche, wieder in München für 2 Monate gereist ungefähr und ich habe aber eigentlich vorgehabt, das Ganze eher noch besser zu machen als jetzt im ersten Band und naja, also dadurch hat sich der Termin der Veröffentlichung immer weiter nach hinten verschoben irgendwie und in Frankreich ist da richtig Druck entstanden, weil da eben so viele Fans dann plötzlich da waren, die alle den zweiten Band haben wollten, dass dann, ich glaube, irgendwie nach einem Jahr dann der französische Verlag gesagt hat, also ich steige jetzt ein, ich produziere das Ganze, ich kaufe dem Egmont jetzt die Rechte dafür ab und ich zahle den Künstler und dann machen wir das so.
Da habt ihr mit denen dann noch einen anderen Vertrag abgeschlossen. Genau. Später hat man das ohne die Lizenz, aber da wird der von TV dann irgendwie weiter. Das war dann so eine Mischform. Ja, am Anfang haben sie eine Mischkalkulation gemacht. Jeder, der Deutsche und der Schweizer Verlag, jeder hat ein bisschen hat was dazu bezahlt. Der hat nicht quasi die Kosten geteilt für den zweiten Band. Und dann hat aber Taki letzten Endes die Rechte komplett übernommen. Die wurden dann frei auch. Und er hat die dann von Rüber direkt quasi für die weitere Reihe quasi. Und E. Harper hat jetzt quasi die Lizenz von der französischen Ausgabe, die erscheint auch zuerst in Frankreich und dann in Deutsch. Und wir hatten schon einige Male Konkurrenten gewesen auf dem Comic-Festival und wenn wir das jetzt nicht, dann wird da ein bisschen was abgedacht und die Leute stundenlang klangen. Das ist hier sicherlich nicht anders, aber das ist in Frankreich alles anders geregelt. Und hier zu einem Vertrag gehört auch, dass sie sich 4 Stunden ableistet, da gibt es auch eine gewisse Summe für, habe ich mal gehört. Und ihr sagt doch erst, das ist das Stundensätzige, also fürs Zeichnen, fürs Texten. Das müsste dann irgendwann mal losgegangen sein, auch bei euch. Und wurde es dadurch besser durch diese Dinge? Ist das besser geregelt, das ganze Comic-Business in Frankreich als in Deutschland? Also es ist geregelt und es ist hier nicht geregelt. Also das Signieren ist eigentlich im Grunde genommen, macht man das on top. Also eigentlich bekomme ich halt das Arbeiten am Comic bezahlt und wenn ich jetzt zum Signieren fahre, dann ist es immer so mit dabei. Mhm. Allerdings muss ich. Ist jetzt aber die Situation so, dass ich mein neuer Erscheinungstermin, der ist so knapp gehalten, dass ich das Signieren mir auch irgendwie bezahlen lassen muss, oder wenn ich nicht zum Signieren fahre, weil ich eben an den Seiten arbeite. Aber es gibt eigentlich keine Stundensätze für Signieren, das ist, was ich von dir das gehört habe, aber in Frankreich ist es eigentlich schon so, dass die Zeichner normalerweise nichts anderes machen. Die kriegen zwar natürlich die Anfahrt bezahlt oder das Hotel, aber es ist nicht so, dass ich das halt bearbeite. Ja gut, dann ist mir vielleicht schon was erwartet. Nein, ja, gut, das ist halt Frankreich, aber ich hatte sowas von gelesen. Das ist dann überhaupt gut, war das dann sicherlich auch nur am Rande. Und in Frankreich, da sind teilweise auch Bände erschienen, die nur halb so viele Seiten hatten, wie nachher die Bände eben. Also da hat man quasi bei den Zwischenergebnissen oder die halben Geschichten auch schon mal vorab veröffentlicht, teilweise mit Bonusmaterial versehen. Ne? Das hat aber den Grund, dass eben schon bevor der Paketverlag diese Produktion dann übernommen hat und mich dann bezahlt hat, also Fulltime dran arbeiten kann, schon so viel Zeit vergangen war, dass er so schnell wie möglich irgendwie jetzt auch was veröffentlichen wollte. Und dann haben wir uns entschieden, diesen zweiten Band eben nochmal in 2 zu teilen. Ja. Ob das jetzt letztlich so eine gute Entscheidung war, weiß ich nicht. Für den Paketverlag war es aber auf alle Fälle dann halt früher auch wieder ein Einkommen und alles hat es nicht so. Ja, das ist halt, der ist halt auch kein großer Verlag, der ist so hinten drin eigentlich, das ist einer der größeren der größte von den kleineren eigentlich. Oder, und das ist auch nicht so einfach, ein paar Jahre davor zu finanzieren, der muss halt dann irgendwann auch einen Rückfluss haben und deswegen hat er den zweiten Band in 2 Teilen mit Bonusmaterial veröffentlicht. Aber wir waren da auch nicht so glücklich damit. Das ist ein bisschen nichts halbes und nichts Ganzes gewesen. Und dieses Bonusmaterial, das war dann teilweise auch das Material, was in diesem Making-of-Band drin war, der dann bei Egmont rauskam? Nee, eigentlich nicht. Das war dann das Bonusmaterial zu dem zweiten Band. Achso, das war ja auch bemerkenswert. Also hatten wir auch schon mal öfter darüber gesprochen, ihr seid große Fans von Büchern, wie Filme gemacht werden, Making-of-Bände, Studio Ghibli haben für euch. In der Artillerie in Absolut, das ist vollkommen unsere Inspiration im Grunde genommen. Und da werden Geschichten visuell entwickeln und all diese visuelle Entwicklung ist da drin. Und uns als Zeichner, also ich glaube auch für den Chaiko sind solche Bücher natürlich total interessant. So ein Buch dann selbst mal zu gestalten, seine eigene Geschichte, ist natürlich dann wie so ein Ritterschlag. Das war schon, hat uns schon sehr gefreut, ja. Und zu dem Thema kommen wir dann ja auch noch zurück. Aber jetzt wollen wir mal den lieben Chaiko hier auch ein bisschen einbinden ins Gespräch. Also das mag jetzt hier ein bisschen unhöflich wirken, dass wir hier die ganze Zeit Deutsch reden und der Chaiko versteht kein Wort, aber ich gehe einfach mal davon aus, er hat sich gut ausgetauscht. Der weiß ungefähr, worüber wir geredet haben, weil er ja mit euch immer in Kontakt war und wir zusammen ja auch viel Zeit verbracht hat jetzt auf dem Festival. Wir haben den einfach voll reinlaufen lassen, wir haben gar nichts erzählt. Der weiß gar nicht, wo wir sind. Nee, das weiß er schon besser. Nee, also. Ja, Chaiko, welcome to Munich. We are very happy that you are here and that Egmont invited you. You had made your first silent session already on stage, the festival? Yeah. And you like it, you enjoy it? Yeah, really, really much. Yeah. And how did it come that you get the job to be the new artist of
die Chronik der Unsterblichen, der Rotwein-Comic. Do you know the comic before? Yeah, yes. Also, okay, you were from China? No, not yet in China. But the first time I read this book was 2008. Yeah. I got a book, I was shocked. Mm-hmm. I really love the art. Because I don't know French, so I just don't read the art. Yeah. And no, when I read the book, I was an animator. Mm-hmm. So it's really, really like animation here. Tommy knows that, you know? So I really, really love it. You work in the same style? A bit in the same style like Tommy? You also make fantasy comics? No, animation. I did animation. It's your first comic, though? This is my first comics. Yeah. Real French comics. Yeah. In France. Yeah. Before that, I did many computer like a little bit like a manga, but not a manga. It's typically Chinese manhwa. Yeah, we call it comics, Chinese comics. Yeah, the mangas or the comics in China are a bit different, like the mangas in Japan. No? So it's all mixed. We mix them, not like a manga. But the great artist from China is Benjamin. Benjamin is also a great artist. And he also have a style very he works very, very talented. I don't know a lot about that. On what animation films do you work on China? What kind of animation do you? Like a commercial. Commercials. Commercials. Mm-hmm. Because I was a designer at a production company. Mm-hmm. Yes. So I did a lot of for my clients on TV. But no feature films on motion, no cartoons, just commercials. I have my own series of animation, but not published yet. Mm-hmm. Yeah. Yeah. How did you know that the job of drawing the Chronik der Unsterblichen is very vacant? How did you know that it's possible to get the job, or how did you get in contact with that book? It's really accident, I think. Before I doing this project. Maybe I can jump in. It's Chalko already knew our Swiss publisher. Der Schweizer Verlag Paket, bei dem wir die Chronik in den Moment haben, der kannte Chalko schon, war schon auch immer ein Fan von ihm, weil Chalko schon zwei Comicbände veröffentlicht hatte. Die gingen so ein bisschen in der Rote-Hildes-Geschichte auch. Und der hatte eigentlich auch andere Projekte mit ihm schon angedacht, wo Chalko auch schon einige Seiten gezeichnet hatte. Die hat er mir auch gezeigt und die fand ich toll. Und wir haben davor schon wirklich viele, viele Künstler angeschaut und wir haben auch viele Testseiten bekommen von Leuten aus Spanien, aus Frankreich, aus Südkorea, aus China. Wir waren auch extra mal nach China, nach Peking gereist mit dem Pierre Paquet und haben uns dort mit einer Agentur getroffen, die leider Zeichner aus ganz China vertritt. Es ist schon ein irrer Talentpool da drüben. Und der Pierre Paquet hatte eben immer schon auch diesen Drang nach Asien, um da irgendwie Austausch zu schaffen und gute Leute von dort auch zu finden. Wir hatten dann dort jemanden gefunden, den wir toll fanden, der auch dort sehr bekannt ist, und Luming, mit Namen Luming. Und dieser Luming hat dann auch ein paar Probe-Illus gemacht und Charakterzeichnungen und die ersten Storyboards. Aber letzten Endes hat das nicht so gut funktioniert, aus verschiedenen Gründen. Und dann kam plötzlich der Chalko hier aus dem Nichts, das hatte ich gar nicht so mitbekommen, mit einer kompletten Character-Line. Er hat alle Charaktere des zweiten, also des nächsten Bandes, hatte der einfach schon mal gezeichnet. Mit Kostümen und mit Ausdruck und allem. Und da war ich völlig hin und weg, weil nachdem wir so viele andere Zeichner angeschaut hatten, da war irgendwie nichts dabei. Es waren teilweise schon gute Leute, es hat nicht mehr was mit Qualität zu tun, sondern einfach auch das passt für das Projekt auch. Und also muss sagen, dass auch dieser andere Zeichner, der Luming, der ein fantastischer Zeichner ist, aber trotzdem haben die Figuren
Figuren dann doch eher immer so asiatisch ausgesehen. Und die Characterline, die der Chaiko damals gemacht hat, die war super. Also die war, haben wir sofort gesagt, ja, also der hat genau einen Stil, der auch in Frankreich oder hier in Europa eben passen kann. Und durch seinen Animations-Background geht der natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, wie ich auch zeichne und so. Und das hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Haben wir sofort gesagt, ja, Chaiko, den brauchen wir. Ja, man darf das nicht unterschätzen als Zeichner, dass Chaiko aus China kommt und natürlich die der Asiaten ist einfach ein bisschen unterschiedlich und auch immer wieder sehr variabel innerhalb der asiatischen Länder. Aber also wenn ich jetzt eine historische Geschichte über China zeichnen müsste, nur mit chinesischen Charakteren, da muss man sich erstmal wirklich reinarbeiten und weiß auch nicht, ob man das dann für die Augen eines Chinesen jemals befriedigend hinbekommt. Und ich finde, dass Chaiko das irre hinkriegt. Also das ist wirklich ein großer Sprung, den er da macht. Und man muss ja auch die nicht alle in Europa recherchieren, das ist ja auch für ihn alles nicht natürlich aufgesogen, wie bei uns. Wir kennen alle Burgen, das heißt, wir halt in dem Land leben, den sieht man halt immer wieder, aber für ihn ist das halt wirklich aus der Distanz gar nicht so eine leichte Aufgabe und ich finde das wirklich erstaunlich, wie das meistert. Es hat das wie eine Art weltweites Casting gegeben, für eine Ausstattung so Thema, Paket hat sich umgehört und wir haben über die Leute kontaktiert. Und ja, wir hatten eine Testseite, da hat Benjamin sich genau in einem Dialog ausgedacht und dann haben wir so ein kleines Storyboard von der Seite gemacht und jeder konnte entweder danach zeichnen oder dann die Bilder auch anders aufteilen und ja, und da haben wir jede Menge grobe Zeichnungen bekommen und viele, da waren super Zeichner dabei, die dann aber eventuell entweder zu modern waren oder eben nicht genau auf die Geschichte gepasst haben und beim Chaiko war da das ganze Paket dabei. Ich würde mich aber auch sehr freuen, wenn es dann hier auf Band gäbe, wo die alle abgedruckt werden. Ja, das macht man natürlich nicht. Das ist Geschäftsführung. Aber ja, klar, die anderen sind abgelehnt und dann ist das eben so ein bisschen. Ja, erstens hat man nicht die Rechte an diesen Seiten. Also, aber beim nächsten Casting kann man so reinschreiben. Das Recht, das ja. Aber was interessant war an dieser Testseite, wir haben die so aufgebaut, dass man verschiedene Dinge, man hat die Charaktere drin, man hat einen Landschafts- und Architektur-Shot, wo man, also man muss ja sehen, was kann der Zeichner alles zeichnen. Die können tolle Figuren zeichnen, aber bei der Architektur hapert es oder umgekehrt. Oder mit den Farben können sie nicht so, während sie ganz tolle Zeichner sind oder umgekehrt. Also jemanden zu finden, der diese ganze Vielfalt an Aufgaben, die da dazugehört, Kostümdesign, Action, die Haltungen der Körper, die Perspektive, die Farbe, die Stimmung und auch die Charaktere, die ja schon vorgegeben sind, die müssen zwar nicht 1:1 genauso aussehen, aber muss ihn an den Namen der Hauptfigur ja doch erkennen und auch gut finden. Es darf kein Schock für die Leser sein, dass er jetzt vollkommen anders aussieht. Und wenn die Seite so angeht, dass all die Elemente da so ein bisschen drin waren, das war dann schon interessant zu sehen und deswegen auch gut für uns vergleichbar, weil es immer die gleiche Seite war, aber von ganz unterschiedlichen Leuten gezeichnet. Das war auch schon spannend. Chaiko war der Einzige, der es nicht gemacht hat, trotzdem den Job bekommen hat. Der hat das dann nie gezeichnet. Was hat er gezeichnet? Eben die ganzen Charaktere. Da war eine ganze Reihe von 15, 20 Charakteren. Das war ja alles klar. Ja. Und Chaiko, nichts gegen Tobi, aber Chaiko scheint ja ein ordentliches Tempo vorzulegen. Das ist ja schon der zweite Chaiko, was jetzt zum Comic-Festival erschienen ist. Der Chaiko ist wesentlich schneller, sehe ich, ja. Ja, ich war den dritten schon fertig, der ist noch nicht hier erschienen, der ist schon in Frankreich, kommt der jetzt raus. Wahnsinn. Ja, wie klar, das gibt es auch, theoretisch. Aber nichtsdestotrotz, es war dann ja die Entscheidung getroffen, du musst wieder was Eigenes zeichnen. Also dann eben in der Geschichte ja, die nicht mit einem eingeführten Autor, wie Wolfgang Hohlwein und mit Charakteren, für die er nichts könnte, zusammenhängen. Ne? Und das ist natürlich auch in diesem Fall jetzt nochmal eine Seite von Chaiko, der man sieht, wie er arbeitet. Und dann betreten wir jetzt zum Abschluss unserer Veranstaltung hier im Bereich Gumbo im Foyer der Kongresshalle. Das ist eine Ausstellung, wo ihr ein bisschen gucken könnt, wie die Seiten aussehen, wie das Artwork funktioniert. Und das ist auch wieder mal zunächst bei Paket erschienen. Dem habt ihr das Konzept angeboten? Oder haben die gesagt, wir würden gerne das anbieten? Also es war so, nachdem diese Chroniker am stärksten in Frankreich so gut angekommen sind, waren da ganz viele Leute da, die dann im Angebot haben, hey, können wir da einen Film draus machen, können wir da vielleicht ein Spiel draus machen und so weiter. Und da musste man natürlich immer sagen, ja, kannst du machen, aber gebe das an Wolfgang Hohlwein, die Rechte liegen bei ihm. Und wir haben uns dann ganz clever überlegt, vielleicht machen wir eine eigene Geschichte. Und bei dem Comic Fest vor
vier Jahren in München war der Paketer hier zu Besuch und da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, also pass auf, wir haben eine Idee, wenn ihr mir nach einer Idee für eine Geschichte und wir würden gerne was Eigenes machen. Und da ist es angepitcht damals und der Paket hat gesagt, also Jungs, ich traue euch zu und ich glaube an euch und das machen wir. Und man sagt, es ist jetzt ein anderes Genre. Das ist jetzt, ja, also wer ganz groß wie es, kannst du vielleicht auch Fantasy nennen, aber es ist eher so ein postatomares Szenario, was eher mit Atomare hat es nichts zu tun, aber es ist halt postapokalyptisch, was man zusammenbruch der Gesellschaft, aber es ist halt kein Naturkalender. Aber es ist nicht irgendwo Fantasy und Land. Was habt ihr dazu inspiriert, zu dieser Geschichte? Ja, das war tatsächlich, wie es immer so ist, bei Leuten, die halt die das schreiben oder auch fürs Teil interessieren, man hat halt Tagträume, wenn man wieder mal und manche Ziele davon vergisst man wieder, aber manchmal schreibt man sie halt auf und das ist dann auch ganz gut, weil man so immer so wirklich vergessen. Und das wäre auch ein Rücksitz mit die ganze Zeit. Also man arbeitet an anderen Dingen und hat aber immer diese Idee im Kopf und dann hat man wieder eine Idee dazu und speichert es ab oder schreibt sie auf, das wächst so eigentlich. Also war ja kein Auftrag in dem Sinne, sondern für mich, sondern ich habe mir 2005, damals hatte ich die Idee eigentlich von Jugendlichen, die in so einer Gefahrenzone quasi auf einem Hügel mit gelbem Gras und einer Ampel drauf und eine Straße sitzen und irgendwie rauchen und flirten und aber gleichzeitig Waffen dabei haben und sich eben dauernd umgucken müssen, dass nicht irgendwelche Wässchen aus den Wäldern kommen und sie zu erwischen. Das war einfach so eine Situation, die sich einfach mal beim Betrachten von einem Bild ergeben hatte. Und daraufhin habe ich dann relativ schnell die ganze Regel dieser Welt, wie die strukturiert sein könnte, aufgeschrieben und von da ab dann eben, wie du sagst, hat sich immer so ein bisschen hat es gegärt in meinem Hirn. Und dann habe ich dem Tobi davon erzählt, der damals noch an Kollegen 2 gearbeitet hat und der war auch begeistert. Und muss ich jetzt hier kurz schnell einspringen, da waren wir in auf Signierreise in Amiens. Und da hat mir der Benjamin so eine Anfangssequenz erzählt, die möchte ich kurz erzählen, weil die gibt es so im Buch nämlich nicht mehr. Und da ging es irgendwie so drum, also stell dir vor, da ist so ein Junge, der wacht in der Früh auf und geht runter zu seiner Familie und man merkt irgendwie, heute ist ein besonderer Tag, heute steht eine besondere Prüfung an in der Schule und alle geben ihm aufmunternde Worte und die Mutter gibt ihm noch einen extra Toast mit und der Vater begleitet ihn so zur Schule hin und man merkt schon auf dem Weg zur Schule, in dem Hintergrund sind immer so komische Aufbauten auf den Häusern und man weiß aber noch nicht, was da los ist und wir kommen dann an der Schule an und man denkt, jetzt kommt ein großer Mathe-Test oder sowas und der Test bestand aber nicht aus Mathe, sondern er bestand dann darin, die kamen dann bei so einer Arena, bei so einer Sportarena und die Aufgabe bestand darin, eben ein so ein Reißertier zu erlegen und ringsherum standen die Lehrer und haben die Situation kontrolliert und wenn dann der Jugendliche quasi diese Aufgabe erledigt und besteht, dann darf er in die Gefahrenzone auch raus und dann kann er da draußen ein Abenteuer leben. Natürlich ein Führerschein eigentlich, um die Sicherung der Mauern ist, verlassen zu dürfen. Ja, auf jeden Fall hat sich daraus das dann so entwickelt, dass der Tobi meinte, der hätte Lust zu und es stand eigentlich zur Debatte, dass ich das selber zeige. Also, das hatte sich so ergeben, dass ich eigentlich für den Tobi das schreiben wollte gerne. Aber erst mal machen wir. Nach einer Zeit stand nicht zur Debatte. Nee, das war einfach schon klar. Wir waren ja auch im gleichen Studio damals noch und man tauscht sich aus und wir mochten die Zusammenarbeit bei Chronik. Das hat wunderbar funktioniert und wir dachten einfach, es wäre schön, dann auch was Eigenes nachzulegen. Und das haben wir dann eben dem Pierre erzählt und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt mal bei Chronik jemand anders. Kurze Zwischenfrage, eigenes Studio, das ist die Atelier hier in München, habt ihr sehr, sehr lange zusammengearbeitet und Tommy ist jetzt eine Weile draußen. Fehlt dir das ein bisschen, das direkte Zusammenarbeiten oder ist es doch schöner, sein eigenes Reich zu haben? So. Also ich genieße das jetzt, zu Hause zu sein und meine Familie mehr mitzuerleben und ich kann zum Sport gehen, wann ich will, ich kann Musik spielen, wann ich will, und aber ich kann den Benjamin auch jeden Tag sehen, weil ich habe mich nie von Sport und Musik abgehalten. Naja. Und trotzdem kann ich ihn jeden Tag über Skype treffen, über den Computer, und wir können uns austauschen. Also das eigentlich habe ich jetzt das ganze Paket. Warum ich jetzt nur noch mal kurz, weil ich das mit Amiens erzählt habe, weil es ganz nett eigentlich war, dass der Benjamin da dort auf der Signierreise in Amiens in Frankreich zum ersten Mal von der Idee erzählt hat. Und gerade am Dienstag bin ich zurückgekommen und wir haben da in Amiens
einen ganz tollen Preis bekommen, den der Schüler, da waren irgendwie, ich weiß nicht, 20 Schulen daran beteiligt und da waren Comics zur Auswahl gestanden. Und da haben wir den Preis jetzt von den Schülern sind wir gewählt worden für Gang Hoch als beste Serie. Da hat sich so ein kleiner Kreis jetzt wieder geschlossen, was ich ganz sagen kann. Ja, so. Okay. Ja, das sollte man vielleicht sagen, aber ich tue ihm schon schwer mit Wolfgang Ohlmann Erfahrung mit den Charakteren, die er so gestaltet. Aber ich muss sagen, die Charaktere in Gombo, die fand ich nicht nur sehr, sehr plastisch gezeichnet, sondern auch sehr plastisch charakterisiert. Man war sofort drin in der Geschichte und das war sicherlich, du adaptierst ja immer noch Ohlwald weiter, aber das ist doch sicherlich viel, viel befreier, wenn man eigene Figuren bewegen darf. Ja, sicher. Also ich habe unterschiedliche Aufgaben. Also wenn du eine Adaption machst, dann ist ja der rote Faden vorgegeben, die Welt ist vorgegeben und du überlegst dann nur noch, wie kann ich das jetzt gut in dieses Videocomic übersetzen und man muss da schon auch eigene Sachen schreiben. Ich schreibe eigentlich bei den Kollegen schon auch viele Dialoge neu, weil die wohl nicht übernehmbar sind und funktionieren und so. Aber es macht schon auch Spaß, vor allem wenn der Zeichnung gut ist und dann ist so ein filmischer Ablauf. Aber was Eigenes von der Pike aufzumachen, ist schon natürlich befriedigender. Und ja, zunächst bei Paket erschienen und dann hatte ich mir gedacht, es wäre eine gute Position, euch einen deutschen Verleger suchen oder aussuchen zu können. Also schon mit der Veröffentlichung in der Rückhandlung. Oder sind die Deutschen, die jetzt eingefädelt worden, ans Dr. Rass schon gedruckt in Frankreich? Also in Frankreich ist es so, dass wieder dieser erste Band auch auf zwei aufgeteilt wurde, weil er einfach mich halt zu zahlen hat jeden Monat. Das war für mich so der Deal bei dem Ganzen. Er zahlt mich monatlich und deswegen braucht er wahrscheinlich auch ein bisschen früher wieder ein Einkommen und deswegen haben wir da so eine Deluxe-Ausgabe gemacht. Du sagst, du wirst regelmäßig bezahlt, aber es ist wohl doch immer noch so. Wenn du dich vor die Werbung stürzen würdest, dann wäre das wahrscheinlich lukrativer. Aber wenn ich mich fast schon. Wenn du dich vor die Werbung stürzen würdest, wenn du nur Commercials machen würdest. Ja, aber ich wohne hier in München, ja. Ich kann meine Familie ernähren also, und ich kann im Comic arbeiten und mehr brauche ich jetzt eigentlich nicht. Und alles, was ich kann. Daraus ergeben sich auch ganz viele Sachen. Ich bekomme jetzt auch weltweit Angebote, die hätte ich halt ohne den Comic wahrscheinlich nicht bekommen. Also von denen her lohnt sich das schon. Ja. Also ich hatte dann schon die erste Hälfte. Ja, genau, also in Frankreich kam dann eben diese erste Deluxe-Band raus, was nur die erste Hälfte des ersten Bandes war, auch wieder mit ein bisschen Bonusmaterial. Und das haben wir in Angoulême eben, wie war das, 2013 im Januar, genau. Präsentiert und schon davor hat uns CrossCult eben schon mal angeschrieben und hat gesagt, da Jungs, wir haben das gesehen da im Netz und wir wollen das unbedingt machen und nach Angoulême waren dann eben auch andere Verlage noch auch interessiert und so und das war natürlich für uns schon auch interessant, auch mal zu sehen, was kann man da machen, was kann man da auch rausholen, auch mal jetzt in Anbetracht von was habt ihr so geplant an Promotion für das Projekt und so weiter und so fort und an Aktionen, wie stellt ihr euch vor, wie wird das gedruckt, wo kann man es überall bekommen, wie wird es sichtbar gemacht und so. Und das war sehr interessant und am Ende ja, war CrossCult einfach irgendwie sehr am enthusiastischsten und da haben wir einfach für die entschieden. Das ist ja auch eine interessante Veröffentlichungspolitik, dass es immer noch ein Prachtband gibt mit sehr viel Bonusmaterial, den man jedem nur ans Herz legen kann. Man taucht dann noch etwas tiefer in die Welt von Gang Ho ein und bemerken Sie es ja auch schon, wenn ich das richtig sehe, für alle, wie wir sind es 8, 5, alle 5 Bände für die Covers schon festgelegt oder ist das noch nicht endgültig? Die sind schon fast endgültig, aber noch nicht ganz reingezeichnet. Ja. Also man hat die schon so schon als Thumbnail hat man wieder so in der Verlagsvorschau. Wann soll Band 5 rauskommen? Jetzt ist ja Band 2 zum Comic-Festival erschienen. Ja, also ich denke mal, dass Ende 2016 und Anfang 2017 der dritte Band dann fertig ist. Und im Grunde brauche ich für das Artwork 18 Monate. Und es kommt jetzt ein bisschen drauf an, ich will mir eben auch ein anderes Standbein noch machen, mit Bereich Film und so. Und da bin ich jetzt gerade dabei. Und wenn ich dann nebenher dann halt noch ein paar Mal einen Job zwischen rein schiebe, dann dauert es halt einen Monat oder zwei Monate länger. Ja, das ist ja so eine Sache, alle 18 Monate kommen.
Band rausgegangen. Habe ich schon manchmal früher als Jugendlicher über Comics geärgert, wo man ein halbes Jahr gewartet hat. Und heute im Zeitalter von Netflix, wo ganze Serien auf einmal online gestellt werden, funktioniert das noch so mit diesen Fortsetzungsserien? Ja, man muss halt auch sehen, dass ein Gangroman 80 Seiten hat und nicht 46. Das ist dann eh schon fast doppelt so viel wie ein normales Album in der klassischen Formate hat. Insofern kriegt man für seine Wartezeit dann auch ein bisschen mehr Seiten. Paket macht immer noch diese. Genau, Paket macht immer noch diese halben Veröffentlichungen. Und da sind es dann eben 9 Monate. Und schieben die dann das noch doppelt nach? Oder? Das ist eine limitierte Auflage und der erste Band ist schon vergriffen. Und weiß man, der wird jetzt schon relativ hoch im Internet auch teilweise gehandelt. Und, ja. Aber es kommt dann schon die ganz normale reguläre Ausgabe mit 81 Seiten für den, also keine Linienzüge, sondern einfach für den normalen Markt. Ja, wie man der Integral sagt. Ne? Das wäre natürlich ein Ziegelstein. 2020, wenn ich diese Nachrichten. So ungefähr, ja. Aber ich bin ganz, ganz überzeugt, dass ihr das hinkriegt. Ne? Das ist, glaube ich, auch eine so interessante Geschichte, dass einem nicht langweilig wird, also daran zu arbeiten. Ja, also ich habe einen Vorteil, ich weiß ja schon, wo es weitergeht und ich arbeite gerade am 3. Band und ich bin halt erstaunt, dass mir hat der erste und zweite Band schon so gut gefallen hat, der Welle mir so geschrieben, dass es immer besser wird. Und ich kann immer Fernsehen sehen, ihr habt halt tatsächlich Kontakte schon zu Film und Fernsehen. Produzenten, ich lasse das nicht alles so ernst zu nehmen, aber Angebote liegen schon vor. Also es gibt Vorfühlgeschichten, aber es gibt keine konkreten Angebote, soweit es noch nicht gefühlt, aber wir haben uns ja noch nicht darum gekümmert bisher, was jetzt so anlag. Es sind die Leute, die auf uns zugekommen sind, aber wir haben es noch nicht forciert. Wir dachten, es ist vielleicht ganz gut, wenn der Comic mal ein bisschen fortgeschritten ist. Also letzten Endes ist die Geschichte von Gangroman keine Fortsetzungsgeschichte, sondern es ist eigentlich eine Geschichte von 400 Seiten in 5 Bände aufgeteilt. Das heißt, die Leute, die es jetzt sehen, im ersten Band, die haben gerade mal, wenn es jetzt ein Film wäre, die ersten Viertelstunde oder so gesehen. Insofern ist es für die auch nicht so leicht einzuschätzen, was da aufwandsmäßig auf sie zukäme und das wird sich natürlich noch alles steigern. Und also es sind schon, wir merken, dass Filmleute davon, wenn sie das dann sehen, schon angetan sind. Und das ist ja auch filmisch erzählt und es hat ja auch jetzt von der Art, wie es gezeichnet ist, glaube ich, Leute, die Filme stecken, fühlen sich davon leicht angesprochen. Ob das jetzt aber in irgendeiner Form konkret zu einer Verfilmung jemals führen wird oder nicht, das ist völlig dahingestellt. Also klar. Ja, wir hoffen es natürlich, wir würden uns freuen, aber ich habe gerade im Kopf an einer Frage, die irgendwas mit Walking Dead und Crosscode zu tun hat, aber es ist doch weniger die TV-Serie, es ist doch mehr der große Spielfilm, den wir vorspielen. Also man könnte da auch eine Serie draus machen, da müsste man halt noch viel mehr dazu schreiben. Auf so vielen Zeiten kann man natürlich keine Serie machen, das wäre dann eher Film oder wie ein langer Film. Da müsste man dann tatsächlich sagen, okay, man kann die Charaktere ausbauen, man kann mehr über die Charaktere erzählen, das müsste man dann wohl machen. Aber das wäre auch eine spannende Aufgabe. Ja, ich glaube, wir hätten noch die Zeit für noch ein, zwei Fragen aus dem Publikum. Ist da noch jemand, der was wissen möchte zu dem Thema? Ja, bitte. An den Herrn Eckersberg, hatten Sie auch schon mal die Idee, runterzuschreiben, oder ist dieses grafische Erzählen, was Ihnen quasi mehr entspricht, weil Sie aus dem Kunden kommen? Also ich habe da tatsächlich, mein erster Berufswunsch, als ich ein kleiner Junge war, war tatsächlich wirklich erstmal Schriftsteller zu werden. Da habe ich an Zeichnen, obwohl ich immer gezeichnet habe, noch gar nicht gedacht. Da wusste ich auch gar nicht, dass man davon leben könnte oder so. Hat sich dann aber durch das Zeichnen, hat sich dann so in den Vordergrund gedrängelt und ich habe das dann ganz lange eigentlich überhaupt nicht mehr ans Schreiben gedacht. Und das kam dann aber so langsam mit den Jahren nebenbei wieder. Und weil ich Zeichner bin, hatte ich das aber irgendwie schon immer auf Comic sind damit verbunden. Ich habe allerdings schon darüber nachgedacht, auch ich würde gerne mal einen Roman schreiben. Aber das ist alles eine Sache, die Zeit, einen Roman zu schreiben, die muss man sich auch abknapsen. Ob man es jetzt am Wochenende oder in der Nacht macht. Oder man findet einen Verlag, der einen vorfinanziert, aber das ist alles nicht so einfach. Und da würde ich mich jetzt auch erstmal nicht so sicher fühlen, weil Prosa schreiben ist schon was völlig anderes, als ein Drehbuch zu schreiben. Der Anfang ist vielleicht ähnlich, dass man eine Struktur für die Geschichte braucht und die Charaktere sich überlegt und Dialoge. Aber dann den Stil, wie man schreibt, ist ja dann beim Roman noch sehr wichtig. Und da müsste ich mich auch erstmal vortasten und erstmal ein Selbstbewusstsein bekommen. Das ist echt schon eine andere Disziplin. Aber ich fände es spannend und es würde mich auch interessieren, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich es auch eines Tages mal. Wenn die kleinen Kinder nicht mehr jeden Tag und jede Nacht mehr so an mir dranhängen, dass ich vielleicht mal sagen kann, heute steht um 4 Uhr morgens auf und schreibe bis um 3 Uhr. Das mache ich jetzt ein paar Jahre, bis der Roman fertig ist. Aber im Augenblick ist es schwierig für mich, das zu machen. Ja. Noch eine Frage vielleicht? Ja, und euer nächstes Projekt,
Also ich wollte ihn mal fragen, und der Tschaiko wird ja, oder habt ihr doch schon was in der Schublade, wo er sagt, nach 2020, das kommt dann und dann? Nee, machen wir nicht. Ja, auch fatal, glaube ich, das jetzt schon mal planen. Also. Und mein Tschaiko ist auch klar, dann wird es jetzt im Jahrestag weiter. Du will bring out every year a new band of Krupp. Du will bring out every year, weil every half year a new comic auf Chronik der Unsterblichen, auf der Roman. The Roman series, what do we plan? How fast do you work for one album with 48 pages? For example, like recording. First one I spent about 9 months. Nine months. And then next one took me about 7 months. And then faster and faster. About 6 months in my schedule. 6 months. Also nach 3 Wänden braucht er bloß noch einen Monat reinzuhören. Ich bin ja alone heute. Yes, there's no other one. You know, only myself. Only yourself. Yes. Unbelievable. Ja, ich dachte auch schon, ob er vielleicht irgendwie von im Hinterzimmer 3 Jahre gekettet hätte. Ein Schüler hat dann eine Animationsschule nach Arbeit, aber das ist tatsächlich alles eher und er macht die Farben selber, die Zeichnungen. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Er hat jemand erzählt, er lebt wie ein Mönch, arbeitet 7 Tage die Woche, 10 Stunden am Tag. Er macht höchstens mal Ferien ein paar Tage, wenn er einen Band fertig hat, ansonsten nie. Das mache ich auch ähnlich eigentlich. Ja, auf alle Fälle lebt ihr 3 Comic und das ist ganz, ganz toll. Und wir freuen uns auch sehr, dass ihr auf dem Comic Festival zu Gast seid. Ihr seid noch die ganzen nächsten Tage, ihr macht jeden Tag viele Aktionen und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß und für das Publikum und ich danke dafür, dass ihr da wart und ich bedanke mich auch für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch auch viel Spaß auf dem Comic Festival.